Ja, mein Name ist Stefan Lorenz. Ich bin Geschäftsführer der Franz Lorenz GmbH. Wir sind ein kleines mittelständiges Unternehmen hier im Kreis Groß-Gerau. Wir fertigen vorwiegend Präzisionsteile für die Medizintechnik, für die Elektroindustrie, Halbleiterindustrie und das in hoher Präzision und in geringen Stückzahlen. Also der Check dient einfach dazu, dass ich in meinem Unternehmen Verbesserungsmöglichkeiten finde und die mit verschiedenen Strategien, die auch im Check angesprochen werden oder gezeigt werden, verbessern kann. Der Vorteil ist hier, dass hier eine neutrale Initiative das Ganze macht und das auch einen seriösen Hintergrund für mich hat. Der Check ist eine sinnvolle Sache, weil er gerade mittelständischen Unternehmen zeigt, wo sie noch Verbesserungspotenzial haben, von der Mitarbeiterführung bis hin zum Qualitätsmanagement. Den Check zu machen ist ganz, ganz einfach. Es gibt 11 Bausteine, die reichen von der Strategie über die Organisation, Unternehmenskultur bis hin zum Thema Innovation. Man kann sagen, jeder Unternehmensbereich ist vertreten. Es gibt eine einfache Kennenlernversion und da hat man die Möglichkeit, einzelne Bausteine auszuwählen. Das ist ein super einfacher Einstieg. Um den Check zu machen, beginnen wir zum Beispiel beim Thema Strategie und klicken darauf. Das Ziel dieses Bausteins wird uns klar dargestellt. Mit einem Klick auf Weiter beginnen wir den Check. Nacheinander präsentiert er uns in klarer Sprache wichtige Punkte einer erfolgreichen Unternehmensstrategie. Jetzt können wir dazu angeben, wie wir unseren Handlungsbedarf in diesem Punkt einschätzen. Gibt es im Moment keinen? Besteht Handlungsbedarf? Und ist er vielleicht sogar dringend? Wir versuchen jetzt natürlich so ehrlich wie möglich zu sein und klicken an, was unserem Handlungsbedarf entspricht. Mit einem Klick auf Weiter kommen wir zum nächsten Punkt. Wieder wählen wir aus, was für uns passt und klicken Weiter. So haben wir nach und nach das Thema Strategie abgedeckt und können zum nächsten Baustein kommen. Wenn uns ein Baustein weniger wichtig ist, können wir ihn überspringen. Nachdem ich den Check ausgefüllt habe, stehen mir rechts oben 4 Optionen zur Verfügung. Ich kann meine Ergebnisse einsehen, eigene Maßnahmen planen, mir mein individuelles Handbuch erstellen und autorisierte Berater in meiner Umgebung finden. Gehen wir nun auf meine Ergebnisse. Hier bekommen wir nun einen guten Überblick, in welchen Bereichen das Unternehmen gut oder weniger gut aufgestellt ist, wo Handlungsbedarf besteht oder wo nicht. Wenn wir den Check ganz ausgefüllt haben, können wir rechts oben auf Meine Maßnahmen klicken, um eine Übersicht über alle von uns ausgefüllten Punkte zu bekommen. Wir können jetzt mit dem Check Ergebnissen im Betrieb weiterarbeiten. Wir legen fest, was Priorität hat, wer dafür verantwortlich ist und in welchem Zeitraum der Teilbereich verbessert werden soll. Wenn wir auf das Stiftsymbol klicken, können wir uns notieren, welche Maßnahmen wir zur Verbesserung des konkreten Punktes vorsehen. So, weitere Hilfe gibt es unter dem Punkt Mein Handbuch. Hier finden wir zu jedem Checkpunkt, bei dem wir Handlungsbedarf angeklickt haben, Ideen und Hilfestellungen, um Maßnahmen zur Verbesserung zu entwickeln. Aus diesem auf den persönlichen Bedarf zugeschnittenen Handbuch wird automatisch ein PDF erstellt, das hier zum Download zur Verfügung steht. Außerdem können wir uns mit Klick auf Meine Berater standardbezogene Hilfe von autorisierten Beratern holen, die uns persönlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bei der Suche nach dem passenden Berater können Sie auch thematisch bzw. gezielt nach einem bestimmten Handlungsbedarf vorgehen. Jetzt können wir den Test speichern oder ausdrucken, um ihn immer griffbereit zu haben. Zum Öffnen Ihrer gespeicherten Eingaben öffnen Sie zunächst das Programm und klicken dann unten auf Gespeicherten Check öffnen. Sie sehen, es ist ganz einfach, sich selbst und sein Unternehmen zu testen. Machen Sie noch heute den Check und machen Sie Ihr Unternehmen erfolgreich. Übrigens, wenn Sie den Check von unterwegs machen wollen, es gibt ihn auch als App.